Hey Leute, Weihnachten ist doch jetzt echt vorbei. Wir haben 2024. Also das Ding werden wir wohl die nächsten 10-11 Monate nicht mehr brauchen, denn wir haben Anfang Januar 2024 und auch das Wort Santa wird keine so große Rolle mehr spielen in dieser Zeit. Das Rot vom Topf, naja gut, muss einem gefallen, aber viel mehr gefällt mir hier dieses knallige Rot hier an diesem Topf, denn das war der Grund, warum wir heute mit diesem Bäumchen ein Video drehen. Und dazu erstmal Hi und herzlich willkommen zu My Bonsai & Koi. Ja, um 50% reduziert war diese Fichte Picea Abies Little Santa. Und den Little Santa, haben wir gesagt, den schieben wir jetzt mal weg. Und genauso schiebe ich gleich diese rote Verkleidung um den Stamm rum weg. Ja, was sind das für Bäumchen? Das sind Bäumchen, die sich inzwischen viele, viele Leute in ihr Wohnzimmer stellen, in der Hoffnung, dass der Baum die 2-3 Wochen im Wohnzimmer überlebt, das nächste Jahr wieder zur Verfügung steht, denn er steht natürlich mit Wurzeln da. Dazu der schmucke rote Topf, richtig schön weihnachtlich. Aber weihnachtlich legen wir jetzt mal weg. Wir gucken mal, was wir aus dem Bäumchen machen können. Und dazu mache ich erstmal das hier weg. Und dann schauen wir hier oben drauf und hier mal rein, aber wir schauen nur, wir machen nichts. Dann nehmen wir die Deko hier einfach mal ab und dann wird, so habe ich mir es zumindest gedacht, auch klar, warum diese Fichte keinen Weg in irgendein Wohnzimmer gefunden hat. Denn schaut mal hier, naja, wer will sich schon so einen krummen Hund als Christbaum in die gute Stube stellen? Für mich natürlich einen Glückstreffer, denn das Bäumchen hat mir in diesem Bereich schon mal richtig gut gefallen. Und bevor es in den Einkaufswagen ging, habe ich natürlich auch mal einen Blick in den Little Santa Topf geworfen und der hat mir ebenfalls gut gefallen. Ich habe hier wirklich sehr, sehr viele feine Wurzeln. Der Baum scheint hier drinnen nicht erst seit der ersten Adventskerze zu stehen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was sich hier oben noch so tut. Und das wird auch die einzige Tätigkeit sein, die ich jetzt hier in diesem Bereich, in diesem Video machen werde. Die ganz große Erkenntnis, die habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gewonnen. Ja, also ich hatte mir so erhofft, so nach 1-2 Zentimetern ein bisschen dickere Wurzeln zu lokalisieren. Ich habe Wurzeln gefunden, Massen, Massen, Massen an Wurzeln, aber die dicken fehlen mir ein Stück weit. Aber Wurzeln sollen in diesem Video jetzt kein Thema sein. Nein, wir wollen uns einfach nur um diesen Bereich erstmal kümmern. Ja, was waren meine Kaufargumente? Ich habe es gesagt, der Stamm war der erste Punkt. Hier vorne habe ich auch so einen schönen Verlauf, den ich mir mal als Vorderseite, naja, im Hinterkopf behalte. Eventuell immer das gleiche Spiel, vielleicht auch ein klein wenig stärker geneigt. Das wird sich aber zeigen, was hier oben so zu finden ist. Denn im Moment ist das wirklich eine Suche. Das Bäumchen ist echt mega vital, hat auch schon zig, zig, zig frische Austriebe, zeigt mir, wo die Reise hingehen soll. Und was mich auch ehrlich gesagt beeindruckt, ist, dass er bis nach innen rein so ein richtig kräftiges Grün zeigt. Also die Fichte, der scheint bisher ganz gut gegangen zu sein. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Das ist natürlich ein Segen für den Baum, auch ein Segen für mich, weil ich viele, viele Optionen habe. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich die Qual der Wahl. Und deswegen beginne ich jetzt einfach von unten nach oben hier drinnen ein klein wenig aufzuräumen. Aufzuräumen heißt in dem Fall, das hier war auch so ein Ast, der mir gleich gefallen hat, weil er hier schön weggeht. Und jetzt Achtung, schaut mal, wie weit dieser Ast geht. Und auch das hatte ich mir angesehen, dieser Ast bietet mir hier einen wirklich wunderbaren Ausstieg aus selbigen, denn hier teilt er sich auf. Ich brauche definitiv nur einen dieser beiden. Und weil wir ja hier im Video sind, wo was gearbeitet wird, machen wir hier auch gleich mal das erste Schnittchen. Okay, ich gebe es zu, war nicht der ganz große Wurf, wenn ich den gesamten Baum anschaue. Aber schaut mal hier, auch hier habe ich wieder einen, der schön nach oben geht. Und wir werden uns heute trennen müssen. Deswegen geht auch das hier mal weg. Dann kann ich natürlich, weil die Äste wunderbar flexibel sind, hier richtig schön damit arbeiten. In welche Richtung, weiß ich noch nicht, ganz ehrlich. Denn ich werde dieses Spiel jetzt mal Ast für Ast nach oben spielen, betreiben und bin gespannt, was und wie am Baum noch übrig bleibt. Ihr seht, ich habe inzwischen zum Draht gegriffen und nehme hier alle Ästchen, die nach oder Zweige, die nach unten gehen, nehme ich gerade raus, weil sie mir beim Drahten im Weg sind. Ich möchte mir einfach so ein Stück weit Raum verschaffen, aber natürlich auch schon so die ersten Gedanken an eine mögliche Gestaltung verschwenden, verlieren. Nennt, wie ihr es wollt, es hat im Endeffekt den gleichen Stellenwert oder die gleiche Aussage steckt dahinter. Ich habe immer wieder mal so kleine Ästchen, die mir im Weg stehen, die schneide ich ab, weil die Fichte wirklich wunderbar dicht ist und bevor ich da irgendeinen einfange und zudrahte, lasse ich das, mache ich ihn lieber mal weg. So, hier vorne hören wir mal auf mit dem Drahten. Ich weiß noch gar nicht, ob der Ast überhaupt so lange wird. Ich glaube, hier drüben sind wir noch nicht ganz fertig. Wer sich jetzt fragt, ich arbeite hier gerade mit einem 4,5er Aludraht. Naja, ihr wisst ja, mit Alu fühle ich mich wohler, aber 4,5 Alu, da ist auch schon richtig fett Kraft gefragt, um das Ding an die Äste zu bringen. Ja, vermeintliche, wirklich nur mal ganz leicht angedachte Vorderseite. Und ich werde jetzt versuchen, das Ästchen ein Stück wegzubringen. Zunächst nach oben, dann gehen wir nach unten. Es bietet sich mitunter an, so ein paar Aufwärmübungen mit dem Ast zu machen. Einfach hin und her, damit sich die Fasern wie bei einer Massage bei uns so ein bisschen lösen, dass sie lockerer werden und dann geht das oftmals deutlich besser. So, ich nehme den jetzt einfach mal hier runter, damit er mir aus dem Weg ist. Und auch mit dem hier werde ich den gleichen Weg gehen, lockern und lösen.
nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Und es ist wirklich der Hammer, wie danach so ein Ast auf einmal deutlich flexibler ist. Das heißt aber nicht, dass er keinen Widerstand leistet. So, ich merke schon, heute wird es wieder harzig. Ja, jetzt kann man so eine Kiefer, jetzt kann man so eine Fichte auf verschiedene Arten gestalten. Ich habe bei Tom von Tomsei, habe ich mir ein paar Fichten angeschaut. Also eine blieb mir ganz extrem in Erinnerung, wo er so ganz extrem nach unten geht. Naja, das sind dann vermutlich die Hochlagen in den Alpen, wo 10 Monate im Jahr der Schnee liegt. Finde ich sehr, sehr interessant. Sieht auch gut aus. Sehe ich jetzt aber an meinem Bäumchen hier nicht. Und deswegen läuft das Ganze noch vollkommen ergebnisoffen, wohin mich die Stellereien mit den Ästen und Zweigen am Schluss hinführen. Im Moment haben sie den Zweck, mir Platz zu verschaffen. Und schaut mal hin, inzwischen ist der Baum doch schon ein Stück weit offener. Also im Moment müssen wir uns nicht viel unterhalten. Irgendwie sah es vorher, nennen wir es mal, anders aus. Ja, was habt ihr gesehen? Ich habe nochmal 2 Astregionen geschnitten. Ich habe auch noch geschnitten. Geschnitten habe ich auch. Aber vor allem gedrahtet. Ich habe hier diese 2 Totholzelemente gemacht. Die habe ich auch noch ein Stückchen nach unten gedrahtet, damit sie nicht so gerade nach oben stehen. Ich finde, das sieht nicht gut aus. Dieses Holz wird natürlich relativ schnell austrocknen und dann, denke ich, auch mal stabil bleiben, wenn es in dem Zustand austrocknet. Und ich habe mich so ein Stück weit auf die Vorderseite festgelegt. Das wird nämlich der Blick, wie ihr jetzt drauf schaut. Ich stecke hier mal so ein Stück von dem dicken, dicken Draht rein, den ich hier auch einmal ganz, naja, nicht ganz, aber fast bis ganz nach oben gezogen habe, in diesen Ast hier rein, denn mir fiel jetzt noch auf, und naja gut, so ganz verwunderlich ist es nicht, ich habe auch hier noch so ein Stück weit Spiel drin und das will ich eigentlich ausnutzen. Das werde ich aber mit diesem Draht alleine nicht schaffen. Ich werde damit spannen müssen. Ich werde damit Spanndraht unterstützen müssen. So rum ist es richtig ausgedrückt. Irgendwas in, ich denke, in diese Richtung. Dann habe ich diesen hier noch nach unten. Mit dem hier kann ich eventuell irgendwas Richtung Krone aufbauen. Hier machen wir weg. Und hier oben schwebt mir vor, kräftig einzukürzen, aber auch hier so ein auslaufendes Totholz zu machen. Vielleicht noch ein so ein Ästchen hier. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Was ich mir aber sicher bin, ist, dass ich mal alles wegschneide, was so kerzengerade nach unten geht.
muss ich jetzt nur ein klein wenig vorsichtig sein, denn ich werde jetzt dann auch im nächsten Durchgang diese schmaleren Zweige hier nochmal drahten, zumindest die dicken. Die dünneren kann ich dann so ein klein wenig, naja, nennen wir es mal auflegen. Ganz extrem und wichtig wird das in diesem Bereich hier. Hier muss auch noch einer gehen und ich denke mal, ich entscheide mich für den, der ohnehin schon ziemlich nach unten wächst, nämlich für den hier. Ich werde jetzt auch an diesen Stellen, so wie hier, werde ich auch Wundverschluss nach der Fertigstellung der Bearbeitung auflegen, weil das ist mir zu heiß hier. Ja, da möchte ich dicht machen, möchte ich einen sauberen Abschluss haben. Und auch hier hatten wir ja, ich glaube, es war sogar unser erster Schnitt am Baum. Den werden wir ein Stück weit zurücknehmen, denn schaut mal hier, ich kann mit diesem Ast hier und mit diesem Ast hier kann ich eigentlich ganz gut arbeiten. Hier brauche ich noch irgendwie ein bisschen mehr Schwung drin, aber dann brauche ich diesen hier nicht wirklich. Der passt da nicht rein. Den nehmen wir auch gleich weg. Hier habe ich noch was, was mir für ein bisschen Volumen gerade noch sorgt, aber natürlich zu viel. Der hier gefällt mir besser. Der hier ist auch eher an der Vorderseite, also mache ich den hier weg. So, ihr wisst ja, ich arbeite sehr gerne mit Reservespielern. Vielleicht ist das so ein Kandidat, der mir diese Position hier rettet, wenn irgendwas anderes schief geht. Den hier hinten werde ich auch noch jetzt drahten und ich werde natürlich diese Äste hier alle irgendwo ein Stück weit einkürzen. Aber ihr seht hier, ich zeige euch das mal hier an dieser Stelle und nachher noch an der da drüben. Da seht ihr, ich habe überall diese vielen, vielen kleinen Knospen. Wenn ich den Ast von der anderen Seite herziehe, ist das ziemlich genau gleich. Auch hier viele Knospen und so geht das durch den ganzen Baum hier. Also da mache ich mir gerade keine so großen Sorgen. Hier haben wir jetzt auch so einen Teil, die müssen weg, die wo unterhalb so eines Dreigestirns noch unten wegwachsen, die möchte ich nicht haben, denn ich möchte es lieber mit einer klaren Struktur haben, die mir auch Licht durchlässt, damit ich überall ein gutes Wachstum habe. Und hier habe ich noch eine Stelle, die wollte ich euch auch zeigen. Hier habe ich teilweise wirklich Ästchen, die vertrocknet sind, die einfach unter Lichtmangel leiden, so wie dieser hier, der ist unten unter dem hier, der war unter irgendwas anderem, den lasse ich jetzt aber noch mal dran, mal sehen, ob ich ihn noch gebrauchen kann. Und eigentlich sind meine nächsten Schritte soweit mal definiert. Ich muss ein Stück weit spannen, das machen wir in den schönen roten Little Center Topf rein. Da werde ich schauen, ob der auch stabil ist. Hier werde ich runterholen und ob ich dann in diese Richtung nochmal zurückbiege, das glaube ich nicht, weil da gefällt mir der hier eigentlich ganz gut. Schauen wir mal. Aber jetzt erstmal spannen, noch ein Stück weit drahten. Nee, erstmal drahten, denn um den Spanndraht rumdrahten, merkt euch das, immer zuerst drahten, dann spannen, um den Spanndraht rumzudrahten. Das ist eine Riesenfieselei. Also die 3, 4, 5 Ästchen noch drahten und dann spanne ich und ich hoffe, es geht spannend weiter und ich bin mega gespannt und Schluss mit Spannen jetzt. Thank you.
Mit der letzten großen Entscheidung sitze ich jetzt vor euch mit meiner Picea Picea Abis, mit meinem kleinen Nikolaus. Vielleicht ganz kurz mein Plan. Ich möchte diesen Ast hier befördern sozusagen zum neuen Trieb nach oben und diesen ebenso. Die Geschichte mit dem Spannen ist immer noch ein Thema, aber ich zeige euch mal so ganz grob eine Position, wie ich mir das vorstelle. Und dann würde mir hier noch mal so in diesem Bereich hier könnte mir einen Knick ganz gut tun. Den werde ich auch noch machen. Aber wie schon gesagt, als allerletztes. Jetzt geht es um den Bereich hier oben, den ihr ja eigentlich gar nicht mehr seht. Und ich brauche den eigentlich nicht mehr. Und da wollte ich mit euch doch kurz noch mal drüber sinnieren. Jetzt sehen wir erstmal das hier wieder weg, bevor es uns irgendwann abbricht. Was mache ich? Wisst ihr was? Jetzt habe ich natürlich die Zange, mit der ich den Schnitt machen möchte. Die habe ich jetzt, ich gucke so unten durch. Nicht hingucken. Okay. Erledigt. Jetzt schauen wir mal, ob mein Plan überhaupt in irgendeine Richtung aufgeht. Aber ich zeige es euch mal hier. So, hier wieder ein Stückchen zurück. Hier habe ich einen Ast, der auch nach unten geht. Und ich würde sagen, ich mache das Ding hier mal noch in Etappen weg, weil es ist ja durchaus mal üblich, dass so eine Tanne oder Fichte oben abbricht und dann aus einem unteren Ast weiter nach oben wächst, weil der Weg ja einfach frei ist. Und dann schauen wir noch mal ganz kurz drauf. Noch eine offene Wunde findet in diesem Video, der darf sie gerne behalten. Fertig. Die erste Bearbeitung meiner Weihnachtsfichte. Die erkläre ich hiermit beendet. Ach, ich lasse euch ja gar nicht auf die Vorderseite schauen. Den holen wir mal ein bisschen raus, damit wir das auch nicht vergessen. Ihr schaut jetzt auf die Vorderseite. Das ist auch so meine angedachte Position von der Schräge, aber das wird sich auch entscheiden, wenn wir mal endgültig klären können, was hier drin ist. Aber das wird noch dauern. Ja, ihr habt gesehen, ich habe ein Stück weit gespannt. Wie immer kann man hier auch unter Umständen noch mal ein bisschen nachjustieren. Die Totholzstelle hier oben, die lasse ich jetzt mal so. Da flemme ich auch nichts ab oder irgendwie. Nee, die soll jetzt so einfach mal austrocknen. Ob das dann am Schluss auch auf ewig so bleibt, noch gar keine Ahnung. Ohnehin der obere Bereich, ob der auf ewig so bleibt, weiß ich auch nicht, denn ich habe mir, wie ich es ja so gerne mache, einfach so ein paar Reservegeschichten stehen lassen. Ich kann genauso mit diesem Ast und hier in dem Totholzbereich die Fichte kompakter machen. Aber ich bin recht ausufernd.
Das geht natürlich dann auch irgendwann wieder zurück, aber ihr habt es gesehen, es ist nicht mehr viel Grün da. Und deswegen möchte ich eigentlich keine Ästchen mehr wegnehmen. Die Knospen, schauen wir mal, wie sie im Frühjahr austreiben. Und der Weg hier nach oben, ich drehe euch immer die Vorderseite weg, der Weg hier nach oben, da bin ich mega gespannt, wie sich das entwickelt. Hier habe ich extra etwas mehr stehen lassen, damit hier Wachstum reingeht. Das kann auch gerne noch einen halben Zentimeter dicker werden. Ansonsten ganz klar, so ein paar von den kleinen hier steht noch nicht so, wie es im Drehbuch steht oder wie es am Schluss aussehen soll. Aber ich habe es gesagt, lass erst mal wachsen. Und auch an allen anderen Ästen haben wir gesehen, bis zu dieser Stärke kann man mit Draht an der Fichte noch richtig viel bewegen. Wie geht es weiter mit der Fichte? Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall passiert mit ihr dieses Jahr vermutlich überhaupt gar nichts, außer düngen und gießen natürlich. Ich lasse sie vermutlich einfach mal austreiben. Ich werde auf die Äste achten. Kurzfristig geht es mit ihr so weiter, dass sie ins Gewächshaus kalt kommt. Nach dem ganzen Zeug hier will ich bei den gerade sehr tiefen Temperaturen einfach auf Nummer sicher gehen und im Frühjahr oder besser gesagt so Ende April, Anfang Mai, werde ich mir überlegen, ob ich sie vielleicht einfach nur aus dem Topf rausnehme und so wie sie ist, mal 2 Jahre in meinem Hochbeet parke. Also das würde mich richtig interessieren. Unter Umständen unten so den Wurzelballen ein Stück weit auffächern und unten eine Teichfolie reinlegen. Natürlich den Baum dann auch irgendwie mit einer Bambusstange sichern, dass er nicht zu sehr wackelt, aber so, dass der Wurzelballen sich ein klein wenig ausbreiten kann. Das ist im Moment mein Favorit, aber ganz ehrlich, was es am Schluss wird, da wird man jetzt ein bisschen drauf warten müssen. Und ihr, dummerweise länger als ich, gebt dem Ding hier mal, wir sind jetzt Anfang 2024, na, lasst uns mal Ende 25 mal drauf schauen, was sich so getan hat mit meinem Little Santa, mit meinem kleinen Weihnachtsmann. Die Mütze braucht man nicht mehr und ich brauche jetzt eigentlich erstmal wieder Harzentfernung via Babyöl und ihr dürft jetzt ins Wochenende gehen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, hier mit meinem Neujahrsschnäppchen aus dem Gartencenter, dann, ihr wisst, lasst mir gerne einen Daumen da. Und ansonsten sehen wir uns wieder nächsten Freitag. Und, boah, ich habe mal geguckt, gut, 2x Spielfilm. Ich glaube, seit Ende November nur noch Zeug mit Nadeln. Wird mal wieder Zeit, dass wir nächsten Freitag einen Laubbaum vor die Kamera holen. Auch wenn der im Moment natürlich keine Blätter hat. Aber es gibt ja auch andere interessante Baustellen bei den Laubbäumen. Also bis dann, nächsten Freitag, 18.30 Uhr, hier auf YouTube, My Bonsai & Koi. Und jetzt, ciao, ciao, schönes Wochenende.